Herzlich willkommen zur Folge 8 meines Schweden-Solos. Wir haben den 31.07.2024 und es ist Tag 25 meiner Tour. Und ich gehe jetzt hier hinten in ein Fischgeschäft und was dann noch weiter folgt, seht ihr nach dem Intro. Ich bin fertig mit dem Kauf. Jetzt muss ich noch nach Wilhelmina reinfahren. Hier bin ich an der Straßenkreuzung. Das ist die 45 und nach links geht es dann Norden raus, wo ich dann nachher hochfahre. Aber zunächst fahre ich erstmal hier die Straße runter. Ja, das Bergmanns ist auf jeden Fall sehr prominent zu sehen, egal aus welcher Richtung man kommt. Und ich zeige euch jetzt mal im Wagen, was ich gekauft habe. Hier ist Rentierfilet, das ist eingefroren, das muss ich jetzt schnell in die Tiefkühltruhe tun. Das hier ist hoffentlich so eine Art Salat und hier ist ein Fischdressing und heute Abend gibt es dann zum erstmal den Fisch hier dann, ja, ich hoffe, der ist nicht geräuchert, sondern dass ich den noch braten kann. Ja, die beiden Fellnasen im Hintergrund hätten sicher auch gerne was davon. So, weiter geht's nach Wilhelmina rein. Die nächstgelegene Straße fahren. Ja, das wird die 45 sein. Ich habe mir den IKA in Wilhelmina als Ziel mal eingegeben, weil da muss ich auch noch hin. Ich habe meine ganzen Einkäufe in Wilhelmina erledigt. Hier war alles direkt zusammen. Hinter dem IKA, wenn man oben vom Berg kommt, hinter dem IKA, rechte Seite und dann dort abbiegt nach rechts, da befindet sich so ein, wie nennt er sich? Bil-Och-Fritid-Store. Das ist im Grunde also alles, was mit Auto und auch mit Freizeit zu tun hat. Und dort konnte ich also noch so eine Elektrokabelverlängerung zur Sicherheit besorgen, weil ich hier am letzten Platz da ein bisschen Probleme hatte und die meinten, dass mein Anschlussstück auf mit dem Schuko-Stecker eventuell ein Problem hat. Also habe ich hier nochmal eben ein weiteres geholt, weil mir fehlte ein Backup-Dingen. Gut, man nimmt nicht alles doppelt und dreifach mit. Und die haben gleichzeitig auch Gasflaschen verkauft. Beziehungsweise eigentlich war es nur zum Tausch. Die mussten dann extra bei der Firma anrufen und sich die Erlaubnis dann einholen, dass sie eine verkaufen können, weil die die normalerweise nur austauschen. Den Preis, der war wahnsinnig hoch. Ich glaube, ich habe etwas insgesamt um die 2200 Kronen bezahlt. Also das sind knapp an die 200 Euro. Haltet euch fest. Aber das ist dann eben die eine Füllung und der erstmalige Kauf dieser Flaschen. Und das ist keine Aluflasche. Aber ich hatte sowas schon gelesen, dass das hier in Schweden wohl recht teuer ist, wenn man sich das erstmal anschafft, aber dann auch der Austausch mit dem Gas. Nun ja, jetzt bin ich wieder auf der E45, fahre nördlich, fahre so etwa eine knappe Stunde und dann bin ich am nächsten Campingplatz. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, treffe ich dort wieder Volker und Nicole, die ihr vielleicht schon aus den vorhergehenden Videos kennt und mit denen ich mich schon am Wildmarkswegen getroffen habe. Also bis gleich. Tja, 4.30 Uhr morgens. Hier, wo ich gestern Abend angekommen bin, die Nacht, habe ich zwar einen Sturm gehört, habe noch überlegt, fährst du Markise rein? Ja, und da haben wir jetzt das Ergebnis. Ich habe die schon hier rüber gezogen. Da hat es mir die hinten quer aus den Angeln genommen. Oben schön rausgehauen. Hoffentlich mit keinem Kollateralschaden oben an den Solardingern. Ja, da oben hängt noch die Schiene fest.
wo es reinfährt. Da bin ich mal dann mal gespannt, wie ich das wieder gerichtet kriege, weil ich befürchte fast, dass Megiba da die Platten so blöde da drüber gebaut hat. Naja gut, die kann man vielleicht lösen, so dass man hoffentlich da wieder eine Markise hinbauen kann. Ja, das wird jetzt erstmal dauern auch, bis ich das gerichtet habe. Und den Schrott da, den muss ich leider da lassen, weil die Länge kriege ich die nicht mitgenommen. Ich meine, das ganze Gestänge und so, das ist alles sowieso defekt. Wir müssen jetzt hier oben das Elektrokabel packen, kappen und abisolieren. Ansonsten scheint kein Schaden sonst am Wagen zu sein. Zum Glück steht der nächste Nachbar so weit entfernt, aber den konnte es gar nicht treffen, weil sie hing natürlich hier noch an meinem Wagen fest. Hier hinter steht keiner. Ja, 4.30 Uhr morgens, wie gesagt. Und das war's dann jetzt erstmal. Strom abstellen, ab durchschneiden. Und dann muss ich hier mit dem Platzbesitzer sprechen, dass ich ihm den Schrott sehr wahrscheinlich dann hier lasse. Ja, so sieht das aus, wenn die Markise am falschen Ort sitzt. Ich kriege die halt leider nicht transportiert. Sonst könnte man eventuell das Gestänge und so weiter da auch reinkriegen. Na, ich muss mal schauen. Ich roll die gleich mal ein. Aber ich kriege die natürlich nicht in den Wagen. Und damit kriege ich es dann auch nicht oben am Dach festmachen. Das ist mir zu heikel. Abgesehen davon habe ich da alles voll mit Solar. Gut, Volker kommt mir helfen und wir schneiden mal gemeinsam hier das durch. 4.30 Uhr morgens, es sieht aus wie 9 Uhr in Deutschland, ne, Volker? Aber man fühlt sich nicht so. Okay, du hast eine rausziehbare, ja. Sowas hätte ich mir kaufen müssen. Ich habe nur eine kleine Trittleiter mit. So, mittlerweile haben wir wieder morgen normale menschliche Zeit. Der Volker hat mir geholfen, die Markise zu demontieren. Ja, ist eine große K... Für mich ist das jetzt Schrott. Ihr seht die hier hinter, wir haben es aufgewickelt. Das einzig Wertvolle an dem Ding ist der Motor natürlich, der hier vorne auch liegt. Wie gesagt, am Wagen habe ich ansonsten keinen Schaden. Es ist richtig so im rechten Winkel oben von der Halteschiene, die sich am Wagen befindet, abgerissen. War mein Fehler. Ich habe die Nacht rausgeguckt und gedacht, okay, eigentlich nur Regen gemeldet. Ich habe jetzt gestern auch wenig hier gefilmt, aber ich will euch gleich hier noch ein paar Sequenzen mal zeigen. Ansonsten ist das toll, es ist ein überalterter Platz, so ein bisschen auch wie die Besitzer. Die sind noch nicht überaltert, aber hier die Anlage, Stromanschluss und so weiter, sieht man, dass das ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber wirklich naturmäßig ein toller Platz. Und wie gesagt, ich zeige euch gleich da ein paar Sequenzen. So, da fährt meine Markise weg oder meine Ex-Markise. Ich habe noch einen kleinen Deal mit ihm gemacht, dass ich hier, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, natürlich hier auch mal frei stehen kann, weil der Motor ist einfach zu kostbar. Aber jetzt schaut mal hier. Also, alte Anlage, aber naturmäßig top. Ich bin hier hinten in so einer Biegung drin mit Feuerstelle, konnte ich leider gestern Abend dann nicht nutzen, weil der Regen einsetzte oder ich hatte dann keine Lust. Man kann natürlich Feuer bei Regen machen oder auch hier kann man rausgucken. Er hat selber dort hinten Anlegestellen und auch Boote liegen. Ich zeige euch dann gleich an der Rezeption noch ein bisschen was und hier nochmal so ein Schwenk rüber, da oben auf dem Berg. Da wohnen die Schweden, die Schweizer, Entschuldigung. Die Schweizer haben sich oben auf den Berg gestellt. Und das hier ist alles Stellmöglichkeiten. Wie gesagt, nur die Anschlüsse sind ein wenig überaltert. Das sind Schuko-Stecker. Ich zeige euch den zum Abschluss hier nochmal. Und dann geht es gleich zur Rezeption. So, ich bin jetzt im Rezeptionsbereich, im Hintergrund. Ja, ich weiß gar nicht, was das heißt, Botar. Also da stehen die Boote.
Man kann hier also natürlich angeln gehen und so, der vermietet einem das. Hier oben sind nette Häuschen, er hat Holz, man kann grillen. Er verkauft übrigens auch geräucherten Fisch. Hier hat es blöderweise jetzt in diesem Moment angefangen zu regnen. Deswegen mache ich mich mal hier unter so einer Hütte drunter und zeige von hier aus. Ja, und hier vorne kommt ihr reingefahren. Ich muss das mal anders zeigen. Und dann findet ihr dort linker Hand die Rezeption. Der Weg hierhin hat einiges an Schlaglöchern. Weiß jetzt nicht, ob ich das ins Video reinbringe. So, hier ist auch noch Feuerstelle. Und die Frau oder der Mann, die arbeiten dann hier von diesem Rezeptionsbereich aus. Ja, wir sind, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, neben dem kleinen Städtchen Storuman, sagen die Morn. Storuman? Storuman! Storuman, also ja. Auf Deutsch Storuman. It's the name of the big lake. Ah, that is the big lake, okay. Okay, so hier haben wir, ich rede mit euch jetzt auch schon auf Englisch. Das ist also der Besitzer und seine nette Frau. Ihr heißt Gretel und Gunnar? Gunnar, okay. Darf ich auch innen drin mal ganz kurz rein? Also ihr könnt hier einige Dinge kaufen. Wir gehen mal hier durch den Fliegenfang. Und dann seht ihr, es ist recht traditionell aufgebaut, viel Holz. Und ihr könnt so einige Andenkensachen hier auch kaufen. Ich glaube 340 Kronen die Nacht habe ich bezahlt, inklusive Strom. Ja, ich sage das nochmal für einen speziellen Zuschauer. Ja, auch hier war ich am Strom dran, wenn man bei so einem Wetter ist. Und dann allerdings auch noch natürlich die Heißluftfritteuse benutzen möchte. Dann und auch vielleicht sich den Kaffee elektrisch kochen will. Da geht und Fernseh gucken. Da geht einiges an Strom drauf. Und ich habe ja immer den Ehrgeiz, dass möglichst mein Kühlschrank auch weiterhin und zwar ständig über Strom läuft. Weil ich hatte auch Probleme, ans Gas ranzukommen. Aber da berichte ich euch noch separat drüber. Hier ist auch strikte Mülltrennung, wie das eigentlich hier durchaus an nahezu allen Campingplätzen oder Stellplätzen ist, wo ich gewesen bin auf dieser Tour. Ja, hier sieht man nicht viel. Man fährt also durch so ein Waldgebiet und kommt dann hier zu dem Aversund Stellplatz. Und das war's. Und ich mache mich jetzt weiter auf große Fahrt. Schweden Solo. So, ich fahre jetzt zu einem Ort. Ich glaube, er heißt Sorsele. Die genaue Anschrift wie von allen Stellplätzen und Attraktionen, die ich besucht habe, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich muss 68 Kilometer fahren, das ist also nicht sehr weit. 52 Minuten zeigt er mir jetzt an und jetzt muss ich sehen, dass ich gesund durch die Schlaglöcher komme. Ja, nach 50 Kilometer Fahrt in den Norden kann ich jetzt mal zumindest ein paar Bilder von draußen zeigen. Das könnte jetzt natürlich auch irgendwo in Schweden sein, aber ich bin auf der E45, dem Inlandswegen, fahre nach Norden. Und das ist hier Lappland bereits. Und achtet mal, wenn ihr es schafft, links und rechts auf die kleinen Birken oder überhaupt den kleinen Bewuchs. Das ist hier oben typisch, sehr wahrscheinlich auch schon für die ja, im Oktober einsetzende Winterzeit. Schaut mal auf diese Steine da, die da liegen. Gigantisch. Aus der letzten Eiszeit hier liegen geblieben. So, ich bin gleich in Sorsele und dann geht's rein auf den Campingplatz. So, wir gehen mal ein bisschen spazieren mit den Hunden. Dabei zeige ich euch den Platz. Ja, hier ist viel große Wiese. Im Moment gar nicht viel zu zeigen. Das sind alles Stellplätze. Hier haben wir Stugas. Ja, wenn ihr mit dem Pkw kommt oder zusätzliche Leute an Bord habt. Da ist ein kleiner See. Wenn ihr da vorne steht, könnt ihr mit etwa geschätzten bis 7,50 Meter Wagen direkt an dem See stehen mit Ausblick da drauf. Ja, gerade in diesem Moment scheint die Sonne.
Ich stehe etwas seltsam da, zugegeben. Ich stehe nämlich auf dem Teerweg. Da hat der Besitzer mir erlaubt, damit ich mit den 5 Tonnen auch gut wegkomme, weil die Wiese war nach den letzten Regentagen sehr eingeweicht und er hat mich freundlicherweise da auf den Teerweg gestellt. Das ist der Ausblick, den ihr hier haben könnt, wenn ihr auf die kleineren Plätze euch stellt. Wunderbar. So liebt man das in Schweden, direkt am See stehen. Und ich stehe jetzt hier im Einfahrtbereich. Links ist das Rezeptionsgebäude mit einem Versammlungsraum noch dahinter. Hier rechts gibt es eine Wasserentnahmemöglichkeit. Entsorgung ist hier hinter in Servicegebäuden. Dort auch Duschen und Toiletten und auch eine Küche. Ja, die Betreiberfrau, die Betreiberleute wohnen hier in dem schönen Kabe. Wohnwagen sind auch echte Camper, sind Deutsche, die hier vor ein paar Jahren das übernommen haben. Und sie sind fleißig dabei, alles mit und mit zu renovieren und das noch schöner zu machen. Es ist wohl organisiert. Es ist ein Paar, die das beide zusammen betreiben. Die Frau bedient mehr die Rezeption und macht da das Finanzielle. Und der Mann, der macht hier die Umlage und führt euch mit dem Fahrrad, wenn ihr ankommt, dann bleibt ihr hier vorne stehen und führt euch dann mit dem Fahrrad direkt zu dem Platz, den er glaubt, dass er euch gefallen würde. Und dann könnt ihr dort euch entscheiden, ob ihr da stehen wollt. Es wird also auf die verschiedenen Wünsche eingegangen. Seeblick, Teer, Untergrund oder auch Splittuntergrund, Hunde dabei oder nicht, Katzen und die dann möglichst getrennt voneinander. Also, es wird individuell auf euch eingegangen. Sehr liebe Leute, und ihr müsst denen nur sagen, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt. Und die versuchen, euch dann entgegenzukommen und euch zu helfen. Ja, wir sind also hier in Sorsele. Ich habe mir heute Morgen von einer deutschen Dame im nebenliegenden Coop sagen lassen, die dort Kassiererin ist, dass sehr viele Deutsche oder Deutschsprechende, eben auch Schweizer oder so, hier in der Gegend wohnen. Hier dieser Platz hat typisch Campingmöglichkeiten. Also ihr könnt auch mit den Zelten einfach nur kommen und die Stugas, also die kleinen Hütten in verschiedenen Größen, so wie ihr es braucht und wie der Geldbeutel es zulässt. Hier nebenan, das gehörte früher wohl mal selbst zum Camp dazu, das hat man ausgegliedert aus guten Gründen. Entschuldigung, mein Hund zog an mir. Hier ist sogar eine Schwimmmöglichkeit, also da seht ihr einen Steg und das ist alles frei zugänglich und kostenfrei. Ja, ich schätze mal nur für den Tennisplatz, wenn ihr Tennisspieler seid, müsst ihr dann irgendwie bezahlen und euch irgendwo einen Schlüssel besorgen. Ja, eine sehr ruhige Lage, kein Durchgangsverkehr, nichts. Bis jetzt alles top. Ja, wenn man hier so ein paar Meter dann aus dem Camp rausgeht, ich hoffe, meine Hunde kapieren das jetzt, dass sie hier nicht laufen sollen. Ich muss mich mal gerade bücken. So, damit die Racker auch an meiner Hand laufen. Hier ist auf dieser Seite auch ein See. Also man ist hier so eingegrenzt von so kleinen Teichen, Tümpeln, Seen zu allen Seiten. Und das Tolle ist, das könnt ihr hier jetzt noch gar nicht sehen und das war mir auch nicht bewusst, das hier ist bereits das Gelände von einem Freilichtmuseum. Und zwar kostenfrei begehbar. Dort ist noch ein Café angegliedert von einem Schweizer Paar, wo ihr Kaffee trinken könnt. Und wir gehen jetzt um den See rum, weil das ist meine beliebte Hundestrecke und für die Hunde auch mittlerweile. Falls ihr Neulinge in Schweden seid, Loppis, das seht ihr hier oben auf der E45, also auf dem Inlandswegen an allen Orten, da biegt es nach links und rechts ab und da steht überall so ein kleines Schild Loppis. Das sind Scheunen oder Garagenflohmärkte, also eher in den Scheunen gemacht. Hier ist eine sehr große Scheune, ich habe da schon mal gestern einen Blick reingeworfen. So, jetzt schaut mal, wir gehen gleich hier über den Steg.
rechts ein See, hier eine kleine Verbindung mit Anlandungen und links auch wieder ein kleiner See. Im Hintergrund ist der Eingangsbereich zu diesem Freilichtmuseum. Ja, hier im hinteren Teil des Sees, da sieht man so kleine Hütten, Gebäude, Holzkonstruktionen. Und wenn man da mal näher geht, das war mehr eine Regieanweisung für meine Runde, dann findet man so liebevoll gemachte Beschreibungen. Hier eben einen Fähboot Stugan oder Aine. Und ihr findet Beschreibungen auf Schwedisch, Englisch und auch auf Deutsch. Und hier haben wir eine Hirtenhütte, die kommt aus Ätresköt, wo auch immer das hier in der Nähe ist. Hat einen gemauerten Kamin, wurde anscheinend von einem Samen bewohnt. Ja, der Name steht hier auch auf dem Schild. Und dann entsprechend weiter vererbt, bis dann halt das Ding offensichtlich zu alt wurde, aber dann hier seinen Weg ins Freilichtmuseum gefunden hat. Ja, hier gibt es anscheinend so einen schönen Rundwanderweg. Der ist hier mit so Schildern ausgezeichnet. Hellsandsstieg. Und hier haben wir einen Vorratsraum entsprechend hochgemacht, damit die Tiere nicht rankommen. Eine Aine oder eine Njala. Sieht aus wie ein überdimensionales Vogelhäuschen. Hier haben wir zwei verschiedene Arten von Räucherofen. Rechts, das ist ein Heißräucherofen, also da wird richtig das Feuer und die Glut oder der Qualm innen drin gemacht. Und schaut mal her, das ist eine besondere Konstruktion. Das ist ein Kalträucherofen, das heißt, links, da wo ihr die Backsteine seht, da unten, da wird das Feuer gemacht und dann wird der Qualm, quasi als erkalteter Qualm, wird dann hier reingeführt und dann findet hier eine sogenannte Kalträucherung statt. Auch hier nochmal der Schwenk über den See rüber. Ich zeige euch jetzt noch zwei Dinge hier auf dem Gelände. Das erste, das ist so ein großes Informationsgebäude. Es ist auch eine alte historische Scheune. Die ist geöffnet und da findet man verschiedene Informationsschriften, Ausstellungsgegenstände, Exponate. Anscheinend hier links eine Schule gezeigt mit altem Schulmaterial. Natürlich auf der Karte die skandinavischen Länder im Vordergrund. Ja, und hier in der Mitte noch so ein bisschen bäuerliche Geräte. Hier entsprechende Handwerkstools. Ja, und es gibt hier noch ein Obergeschoss. Da gehen wir mal hoch. Ich war hier noch nicht drin, also ich entdecke das jetzt gerade zusammen mit euch. Oh ja, hier muss ich doch noch mal rein. Schuster, Sachen, verschiedene Dinge, um Mehl zu mahlen. Und ja, Haushaltsgegenstände, sehr liebevoll hier oben ausgestellt. Ich weiß gar nicht, wer das betreibt, ob das die Stadt Skövde ist. Hier noch ein alter Webstuhl. Der Zugang ist frei, also es ist kostenfrei und ja, es gibt hier also viel zu entdecken. Man kann natürlich hier auf dem Lande jetzt kein super modernes, großes Museum erwarten, aber man bekommt einen schönen Einblick in die Lebens- und Alltagskultur. So, und jetzt gehen wir rüber in das Nebengebäude oder ins Hauptgebäude zum Café. Tja, wenn super schönes Wetter wäre, könnte man hier draußen sitzen. Ich gehe aber mal rein, weil ich kann mir vorstellen, dass die hier so eine schwedentypische, liebevolle Einrichtung drin haben.
wie man sie hier aus Astrid Lindgren-Filmen und sowas kennt. Hi. Okay. Ja, dann kann ich das heran. Ich habe einen netten Tischkollegen gefunden, einen schwedischen Lehrer. Er hat eingewilligt, dass ich ihn auch hier mit ins Bild nehme. Ich habe ihn gefragt, ob ich mich dazusetzen darf. Und ich habe hier schöne kleine Erdbeertäutchen bekommen. Der nette Herr hier am Tisch hat mir Werbung gemacht. Ich würde hier nochmal zum Abendessen hingehen, weil hier scheint es, wie man mir sagte, eine kalte Platte zu geben. Wir gucken mal eben hier raus. Ja, so sieht es von hier aus. Und insofern zeige ich euch nachher dann nochmal mein Abendessen, was ich dann hier einnehmen werde. Und ich glaube, da könnt ihr wie auch ich dann überrascht sein. Ja, von meinem kleinen Blick. Also hier gibt es ganze Menge Angebote. Der Inhaber ist ein Metzger, so wurde mir gesagt. Ah, hier scheint es. Ja, das sieht eigentlich okay aus. Geräucherte, anscheinend. Geräucherter Käse. Schaut mal auf die Tapete. Das finde ich so klasse hier. Sehr gemütlich, wenn ihr hier hinkommt, Sausele, dann schattet doch diesen kleinen Café mal einen Besuch ab. Ich gehe nachher zum Abendessen hier. So, wir werfen einen kleinen Blick, zumindest von außen, auf den Sanitärbereich. Hier ist ein Eingang. Ihr bekommt dann einen Schlüssel, um dort die Tür zu öffnen. Und was man schon durchaus in Schweden oder weit verbreitet jetzt findet, weil es irgendwann spätestens, ich glaube 1927 hat jemand gesagt, als dringende Vorschrift wird eine ganz strenge Mülltrennung, so dass man ja die verschiedenen Wertstoffe vorneweg auf jeden Fall schon trennt, inklusive der Grillasche, wie ihr hier sehen könnt. Kompost findet man auch noch nicht auf jedem Platz, aber hier ist es schon alles umgesetzt, um zukünftige Kosten zu sparen. Ja, ich ziehe ein kleines Fazit hier aus Sorsele. Ich habe hier 4 Nächte gestanden, habe im Grunde ein bisschen das schlechte Wetter ausgesessen. Ich ziehe mal meine Kappe was höher, damit ihr meine Augen seht. Und jetzt ist einigermaßen stabiles, gutes Wetter gekommen. Es soll wohl die nächsten 3 Tage besser werden. Ich mache mich jetzt weiter auf in den Norden. Und ja, werde noch nicht Jokkmokk, zumindest morgen noch nicht erreichen. Ich mache noch eine Zwischenstation und das hat etwas mit den Samen zu tun. Aber was konkret mit den Samen und welcher Ort, das seht ihr dann nächste Woche hier bei Ermittler TV, wenn es wieder heißt Schweden Solo mit dem Henning. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay.